Lassen wir es erstmal stehen, wie es ist. Und rennen. Wir rennen einfach. So, Tages. Haben wir ja schon ein paar Minuten keine gekillt von. Wir haben ja eben erst gegen Sansa Flatz und Fergordas gekämpft. Er kriegt einfach mal von fast Full Life einige Klatschen, ist tot. Ausgezeichnet, Hammer. Du erfüllst wahrhaftig deine Dienste sehr gut. Die Fergorda in der Mitte, die holen wir uns auch gleich noch. Erstmal gucken wir hier, dass du ins Gesicht bekommst. Du bist ein Fisch und nicht resistent gegen Feuer. Ich weiß nicht warum, aber du bist anscheinend kein guter Fisch. Und Wasser. Juhu. Oh, wer bist denn du? Dich haben wir in der Arena schon mal bekämpft. Ich erinnere mich. Ja, erstmal deinen Scheiß blocken. Ein Cave Banshee. Ich krieg Damage. Das ist nicht gut. Was machen sie? Oh, sie kann zaubern. Oh, hast aber eine geklatscht gekriegt. Und er gibt 1000 Erfahrungen. Guter Gegner. Netter Gegner, einer der Erfahrung gibt. Bitte mehr davon, weil so stark war der jetzt nicht. Der droppt immerhin ein bisschen Gold. Ja, könnte man sich dran gewöhnen, hätte ich gerne mehr von. So, jetzt haben wir die drei Dinger geblumt. Da haben wir noch so eine bekackte Kiste, nicht Stacke. Was ist los hier? So, easy? Nein, average. Okay, das war einfach. Was ist das? Können wir junken, das können wir auch junken. Ich glaube, bei Schilden brauche ich eigentlich gar nicht mehr gucken. Ich habe dieses... Ach, stehen Zombies auf. Ich habe das Schild, was total Imba Bonus-Zeug hat. Das haben wir jetzt schon seit Part 30 oder so und das ist immer noch voll gut. Bots. Ja, Mensch. Bist mir irgendwie unter den Hammer geflutscht, du komischer Zombie. Staunch Gauntlets. Müll. Die Kiste holen wir uns noch, die ist garantiert wieder verschlossen. Nein, einfach so offen. Ist ja auch Zeug drin, was keiner klauen würde. Außer mir selbstverständlich. Ich klaue alles, was ich finde. Da bin ich einfach mal so zigeunerhaft. Da drüben sehe ich wieder eine Kiste. Was sehe ich hier? Ein Morgan. Ah, da wollte er jumpen. Man hat einfach mal einen Tritt in die Fresse kassiert. Und jetzt ist er in der Wand verschwunden. Aber seine Items hat er mir ja zum Glück noch da gelassen. Da war er so freundlich. Und an die Kiste kommen wir von hier nicht mal ran. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Müssen wir... Ah, Zeug im Wasser. Mitnehmen. Ich würde sagen, der Hammer verliert jetzt eigentlich seine Wirkung. Weil er ist unter Wasser und ist aus Feuer. Aber er zählt anscheinend zu den wenigen brennbaren Sachen, die unter Wasser weiter brennen. Ja, es gibt tatsächlich Flammen, die unter Wasser brennen. Das ist faszinierend. Haben sie letztens erst bei Galileo gezeigt. Eigentlich schon, ja, random, kann man fast sagen. Weil, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Achso, da drüben geht's ja schon zu der Hauptquest. Ja, wir wollten erstmal die Nebenquest machen, beziehungsweise ich wollte das. Ihr habt ja hier nichts zu sagen. Ihr könnt ja nur zuschauen. Schade, oder? Ihr könntet ruhig mal mitrendern, weil rendern stinkt. So, ihr beiden 3, 4, 5. Das waren aber auf der Map eben nur 3, nicht 5. Egal. Erfahrung ist Erfahrung. Und wenn sie so leicht verdient ist. Ja, das war ja toll. Da hat er angefangen zu chargen, obwohl ich das nicht wollte. So, du kriegst einen Tritt. Kurz. Und kriegst nochmal eine rein. Was bringt das hier? Warum stehen die hier? Hier ist nicht mal eine Kiste oder sowas. Ja, toll. Hat sich ja das Herlaufen nochmal gelohnt. Dann geben wir bei dir jetzt deine Quest ab. Geben. Warum sind jetzt hier drüben so viele Sachen? Ach, jetzt sind die ganzen Minenarbeiter auf einmal wieder da. Interessant, dass sich die NPCs hier Tatsache bewegen, wenn man Quests macht. Ich gebe jetzt hier beides ab. So.
Your eyes may not see the natural decay, but I assure you, it is there. The little meddlers may do their worst. The Hollowlands will endure it and mend the wounds they make. Toll. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Gar nichts? Nicht ein bisschen Gold? Kein Item? Hat mir nur das andere Item wieder weggenommen? Ja. Da hätten wir uns eigentlich eben was brechen müssen. Aber unser Charakter ist ja anscheinend unbrechbar. Knochen sind aus Stahl. Und bei dir gehen wir jetzt das komische Dingens ab. Miners report no sight or sound of Bloodbane since you ventured out into the desert. That means they can start work on the Dunehead site, and that you've earned your pay. Juhu. You look like you can take care of yourself. Ja. Er geht einfach davon aus, dass... Ach, wir haben das Ding jetzt eine Woche nicht gesehen. Du hast deinen Job erledigt. Hier, nimm Gold. Oh, thank goodness you're here. It's my miners. They've gone deranged. Bless my beard. Just as both sites were coming back to full operation, the lunatics fled out into the desert. I tried to stop one of them and saw nothing but a blank stare and a strange light behind the fellow's eyes. He looked cursed. This is the work of that fae, the one who sits atop the hill on the outskirts of town. If you can find that fae and make him fix this, he'll be duly compensated. Ja, sag mir, wo ich hin soll. Gullivor watches the mine from his perch on the hill to the south. You'll find him there. Gut, wir sollen schon wieder mit den Typen da oben reden. Und die Minenarbeiter sind überall verstreut. Was hat das nun zu bedeuten? Ein Fall für die Illuminaten? Nein. Das ist kein Fall für die Illuminaten, das ist ein Fall für Ayman Abdallah. Aber die Illuminaten sind garantiert auch darin verstrickt. Wie immer, wenn es um Ayman Abdallah geht. Ja, dann latschen wir halt wieder hoch zu dir. Nachdem wir gerade so schön runtergesprungen sind und uns die Beine zerbrochen haben. What are you here for, Martel? I'll not suffer another child of dust. I've had enough of your lot. Especially those of you calling yourselves Edgar Aaron. Ja, was hast du mit den Minenarbeitern gemacht? What a bizarre query. Your miner's plight is not my doing. If you look to rectify their situation, then we share a foe. The mortal that calls itself Edgar Aaron is to blame. Curing the miners of their affliction requires an implement, a fey relic I gave to this mortal. Take the relic from him and find your miners. It is the only way. Okay, wo ist denn Edgar Aaron? He has fled to his mine. If you truly wish to save the little, you would do well to bring it back to me as well, when you have claimed it. It is a powerful relic. For now, gut, der böse Edgar Aaron, mit dem wir schon so ordentlich geredet haben, hat anscheinend das Dingens geklaut. Böser, böser Edgar. Und jetzt, eben stand man auf Balz, dass er sich in seine Mine verpisst. So ein Wichser. Klaut hier Zeug und verpisst sich. Ja, ich sehe schon, wie das kommen wird. Wir gehen da rein, wir hauen ihn dann zu Klump, nachdem wir gegen unzählige Boggarts gekämpft haben. Und fliegende Pimmel, und dann kriegen wir seinen Schlüssel, können in die Hütte gehen. Und haben dann hier auch noch ein Haus. Dann haben wir schon unser drittes... Oder? Ist das schon offen? Nee. Dann haben wir unser drittes Haus. Mann, wir sind ja so ein krasser Immobilienherrscher. Ich denke, es wird so kommen. Weil irgendwie ist das Spiel immer relativ vorhersehbar. Ja, er hat eine Bärenfalle in seiner Mine. Das ist natürlich sehr super. Und welche tollen Monster spawnen jetzt hier? Erstmal ist er alleine. Tolle Mine, sie ist ziemlich klein. Hallo. You found me, Stranger. Been speaking to Calavar, have you? You've been putting out fires from motors all over the place, I hear. What can I do for you this time? Ja, warum hast du den Minenarbeitern das angetan? You've spoken to the Fae, I presume. I thought I saw you scaling that cliff. He wasn't lying. I wanted motors gone. But I never meant to take it this far. If he just packed up his damn operation, nobody would have been harmed. Gib mir den Stein. Perhaps there is merit in cooperating with you. You killed Crodok and Spelunk Fey Hollows for a living, after all. But if Motus doesn't leave the Hollowlands, I'm finished. There's no turning back for me. Kill this pest, boys!
Was ist denn los? Erst gibt er mir sein Dingens und dann hetzt er noch seine schwulen Fäden auf mich. Warum hören die überhaupt auf ihn? Macht keinen Sinn. Ja, und ich denke mal, wenn ich ihn gekillt hätte, hätte ich seinen Schlüssel bekommen und dann seine Wohnung. Okay. Das ist mir eigentlich scheißegal. Ja, niemand greift mich an und überlebt. Ich will den Schlüssel haben für die Wohnung. Ach, der war ja stark. Warum helfen die Feen ihm, wenn er ein Lappen ist? Oh, er hat den Schlüssel gar nicht. Wo kriege ich denn den denn her? Ja, das ist natürlich blöd. Ja, habe ich halt ein wenig falsch interpretiert, das Ganze. Hallo? Ich würde sagen, ihr habt doch reingekrapscht an die Scheiße. Toll. Dann weiß ich nicht, wie ich in seine Wohnung komme. Vielleicht ist sie ja jetzt offen, dadurch, dass er tot ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die natürlich selbstverständlich keinerlei Sinn macht, aber es ist ein Fantasy-Spiel. Blub, 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 blub. Jetzt müssen wir die Minenarbeiter ablecken. Wo haben wir die denn? Die sind alle da unten verstreut. Hervorragend. Dann latschen wir halt da unten auch nochmal ein bisschen rum. Ich wette, wenn ich jetzt von hier aus nach links laufe, spawnen 4 Cave Morgans. Schade. Die letzten beiden Mal hat's geklappt, diesmal nicht. Naja, mal schauen, was wir jetzt mit den Arbeitern machen. Vergewaltigen wir sie und dann dispellen wir sie. By the moon, where are these gazelles coming from? What was I saying? Ja, die Gazellen natürlich. Die sehe ich ja auch. Gucken, ob die jetzt alle dieselbe Gülle labern und ob sie sich wenigstens dafür jeden Minenarbeiter einen anderen kreativen Spruch ausgedacht haben. Wir werden es sehen. Reginald, what do we do? The house is aflame! The house is aflame! What? Well, where is this? By my beard, how did I get so far into the desert? The roof is on fire, würde ich sagen, zu seinem Kommentar gerade. Dann schauen wir mal, was die anderen drei noch zu sagen haben. Vielleicht will mir einer ein Stück Wurst verkaufen. Das macht er hier neben der Leiche. Das ist ein guter Platz für den Minenarbeiter. Where do you think you're going with my pickaxe, you wretch? Where is this? I promise this is the last time I partake in Detrian Ale. Okay, du warst langweilig. Der andere ist direkt da drüben, die hätten ja zusammenspielen können, die beiden. Never noticed how close the ground is to the sky. I mean, I do now. It's a mistake I'll never make again. Wait, what was I saying? Oh dear me, I have to go. Ja, das war schon ein wenig interessanter. Der Boden ist natürlich sehr, sehr nah am Himmel dran. Das weiß ja jedes Kind. Wenn man springt, dann bleibt man meistens im Himmel stecken. Ach nein, das war ja deine Mutter. Genau, deine Mutter. So, was hast du zu sagen? Du siehst komisch aus mit deinen schwulen Haaren. I could swear there was a lake here a moment ago. What? What happened? What in blazes is this? Toll. Return to Apu. Gehen wir zurück zu Apu. Da ist er ja. Well, it looks like everyone's back or on their way. We're in your debt once more. Edgar's facilities are vacant now. They're yours if you want them. They were never particularly profitable once his miners left him. But in the right hands, a few of the miners feel so indebted to you, they'd like to work there for you if you'll have them. You should visit the mine when you have a chance. Okay, ich habe jetzt meine eigene Mine mit meinen eigenen Sklaven. Ach geil, hoffentlich sind das Neger. Wenn ich Sklaven habe, dann sollen das Neger sein. So, gucken wir erstmal, was in der Bude so abgeht. Weh, das ist hässlich. Ich will eine schöne Taufe haben. Ja gut, das sieht ja... Was ist das denn für eine Scheiße? Weil hier keine so eine religiöse Kacke haben. Und einen Elchkopf will ich auch nicht haben.
Naja, weil kein Elchschwein eine Antilope aufgeräumt hat, der Pisser ja auch nicht. Und verschlossen hat er seine Scheiße auch noch. Gut, dass wir ihn die Fresse umgegraben haben. Ihm, nicht ihn. So unordentlich wie er in seine Wohnung, der lässt er das gar nicht anders verdient. Vor allem, weil die Wohnung dasselbe Layout hat wie eine Kneipe. Oh ja, das ist ziemlich krass. So, jetzt können wir das Flamebear wieder zurücklegen. Jetzt haben wir den Hammer mit Feuer. Und wir pennen jetzt erstmal. Wir pennen jetzt mal 24 Stunden. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht zu einer. Nö, toll. Also, ob wir eine Stunde schlafen oder 24, das ist genau gleich lang. Mal gucken, ob wir in der Mine auch Geld bekommen, so wie in der Arena. Welcome. The Motus Miners have told me all about you. I'm Vincent Helvern. Okay. I'll continue to run the mining office for you, if you'll allow it. Come and go as you please, the building is yours. And if it doesn't suit your tastes, with some spare coin, I can arrange for renovations. Ja, ich möchte erstmal mein Geld einsammeln, das ist ganz gut. Here you go. This is the profit we've managed to make since you were away. Das ist ja nicht viel. Ich will noch mehr. Sorry, boss. We haven't yet sold off what we've produced. Okay. Ich will mein Büro upgraden. Gold, I can clean this place up and furnish it with goods from across the land. Okay. I'll get right to work. It'll look brand. Ich wollte hier eigentlich gar nicht rein. Ja. Jetzt ist das Ding wieder verschlossen. Das ist doch bestimmt genau dieselbe Kiste. Kommt der Typ in meine Wohnung und denkt sich, oh, schließen wir mal die Kisten ab. Immerhin Silvanit. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier so eine Bartheke habe. Das bringt mir nicht viel. Kann ich hier an mich selber was verkaufen? Oh, das wäre mal geil, wenn man eine Wohnung hätte mit einem Händler. Das wäre wirklich gut. Gucken, gibt's hier drin noch was? Da, ein Schrank. Das will ich doch gar nicht, so ein Müll. Gib mir gute Items. Warum hab ich so viele Zimmer? Kann ich ja jeden Tag in einer anderen pennen. Hier sind sogar zwei Betten, hier ist noch ein Bett. Ein doppeltes Bett. Kann man das nochmal upgraden? Oder war es das schon? Das andere Haus konnte man so oft upgraden. Upgrade. Ja, hier, nimm. 4000 Gold ist ja nicht viel. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir es nochmal upgraden können, bevor wir alles durchwühlen. Geht das nochmal? Ach, das ist jetzt auf einmal wieder billiger. So, jetzt haben wir das tollste Gebäude in den ganzen Hollowlands.